9 Jahre nach dem Beschluss zum beschleunigten Atomausstieg holt das Thema die Bundesregierung wieder ein. Der finanzielle Ausgleich, den Atomkonzerne erhalten, muss neu geregelt werden. Das entschied heute das Bundesverfassungsgericht und gab damit einer Klage des Energieversorgers Vattenfall statt. Zur Begründung hieß es, die bereits 2016 von den Karlsruher Richtern gemachten Vorgaben für die Entschädigungen seien bisher nicht erfüllt worden. Ja, das klingt alles ein wenig sperrig, Anja Kohl in Frankfurt. Was heißt das denn genau? Ja, das Verfassungsgerichtsurteil, das stärkt ganz klar die Position der Energiekonzerne. Vattenfall ist ja ein Sonderfall. Es geht um die Regelung, den Beschluss von 2016 bezüglich der Entschädigungen, die ja vorgesehen haben, dass die Energiekonzerne ihre Atomstromrestmengen verkaufen sollen und nur dann fließen Entschädigungen. Vattenfall hat gesagt, wir hatten unsere Meiler gar nicht im Betrieb, weil es da Probleme gab. Insofern konnten wir gar keine Atomrestmengen verkaufen. Insofern war das von vornherein nicht machbar und überhaupt wäre auch der Markt zusammengebrochen, weil keiner mehr diesen Atomstrom will. Und das Verfassungsgericht hat gesagt, ja, ist so. Und der Staat, der deutsche Staat, die Bundesregierung muss jetzt viel genauer regeln, wie diese Entschädigungen dann fließen sollen, gegen welche Auflagen, gegen welche Forderungen. Was heißt das nun für die deutschen Konzerne? Ja, im Fall vom RWE, dem Energiekonzern aus Deutschland, heißt das auch, dass er seine Rechtsposition gestärkt sieht. Er geht davon aus, dass er eine Entschädigung in Höhe eines dreistelligen Millionenbetrages bekommen wird. Auf jeden Fall jetzt nicht weniger nach diesem rückenstärkenden Verfassungsgerichtsurteil. Und bei RWE war dieser Atomentschädigungsbeschluss von 2016 wirklich so etwas wie eine Wende. Seither hat die Aktie sich fast verdreifacht seit 2016, weil das zeitgleich zusammenfiel, dieser Atomausstieg, die Entschädigungsregelung und der Schwenk hin zu erneuerbaren Energien. RWE hat immens geholfen, dass es eine Neuordnung der deutschen Energielandschaft gab. Man hat ja da weite Teile des erneuerbaren Energiegeschäfts von E.ON übernommen. Seither läuft es ganz gut. Die Aktie hat sich, wie gesagt, seit 2016 verdreifacht. Und auch heute hat sie zugelegt im Zuge dieses Verfassungsgerichtsurteils, das die Position der Energiekonzerne stärkt. Ganz anders beim DAX, da sieht es genau andersrum aus. Der hat nämlich recht kräftig verloren, 1,2% auf aktuell 13.053 Punkte. Das ist in dem Kontext zu sehen, natürlich dieser Woche, wo es schon immense Kurssprünge an den deutschen Börsen gegeben hat. Was das Verfassungsgerichtsurteil angeht, noch ein Punkt zum Vattenfall-Konzern. Der hat noch eine weitere Klage anhängig, eine ganz ähnliche Klage vor einem Schiedsgericht der Weltbank. Da geht es um Entschädigungszahlungen von Milliardenhöhe, was den Atomausstieg angeht. Und insofern könnte dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil auch durchaus wegweisend sein für diese andere Klage vor der Weltbank. Mhm. Dankeschön. Anja Kohl nach Frankfurt. Gerne. Die Corona-Pandemie hat den deutschen Staatshaushalt schwer belastet. Milliardenschwere Hilfspakete und Steuermindereinnahmen haben ein tiefes Loch in der Kasse hinterlassen. Wie viel tatsächlich fehlt, hat der Arbeitskreis Steuerschätzung ermittelt. Damit wird klar, mit wie viel Geld Bund, Länder und Kommunen im kommenden Jahr rechnen können. Jüngsten Konjunkturprognosen zufolge könnten die Einnahmen allerdings höher ausfallen als zunächst gedacht. Zum dritten Mal schon saßen sie dieses Jahr zusammen, Experten des Arbeitskreises Steuerschätzung aus Bund, Ländern und Wirtschaftsforschungsinstituten. Dass die Corona-Krise weniger stark auf die Steuereinnahmen durchzuschlagen scheint, verbucht der Finanzminister als Erfolg. Aus meiner Sicht ist das eine Ermutigung. Wir sehen, dass wir durch diese Krise durchkommen können, dass wir es möglich machen, dass Arbeit und Beschäftigung erhalten bleiben und dass wir auch die wirtschaftlichen Verluste gering halten können. Für 2020 erwarten die Schätzer mit gut 728 Milliarden Steuereinnahmen 10 Milliarden mehr als zuletzt erwartet. Auch 2021 bis 2023 prognostizieren sie mehr Einnahmen, für 2024 senkten sie ihre Prognose. Die FDP liest aus den guten Zahlen, mit der hohen Neuverschuldung im Haushalt müsse Schluss sein. Mein Eindruck ist, dass Olaf Scholz ein Stück weit die Gunst der Stunde nutzt und ganz viele neue Schulden in Milliardenhöhe anhäuft. Gleichzeitig hat Olaf Scholz im Bundeshaushalt eine Rücklage von fast 50 Milliarden Euro. Und deswegen erwarte ich jetzt von seinem Koalitionspartner, nämlich von der Union, dass da ein Stoppschild gesetzt wird. Die Linke verlangt mehr Hilfen für die besonders von den Schließungen betroffenen Menschen.
Auf der anderen Seite sind wir mit der Situation konfrontiert, dass Menschen, die besonders reich sind, Milliardäre, dass die ihr Vermögen in der Krise auch vermehren konnten. Das sind übrigens erschreckende Parallelen zur Finanzkrise vor 10 Jahren. Erstmal weiter gut durch diese Krise kommen, heißt heute die Losung, die der Finanzminister ausgab. Für viele Unternehmen beginnt jetzt die wichtigste Phase des Jahres, das Weihnachtsgeschäft. Doch der Teil-Lockdown jetzt im November sorgt vor allem im stationären Handel für einen schlechten Start. In Pandemiezeiten geben viele Menschen ihr Geld eben lieber online aus und auch nur für bestimmte Produkte. Während zum Beispiel Lebensmittel, Möbel oder Bauzubehör gut laufen, leiden die innerstädtischen Branchen. Im Bekleidungsbereich haben wir in der ersten Woche im November -60% an Passanten, an Kunden gehabt und über 40% Umsatz minus. Insofern leider ein schlechter Einstieg in das Weihnachtsgeschäft in den November und Dezember, wo eben für viele Branchen bis zu 25% ihres Jahresumsatzes gemacht werden. Auch der Kölner Kosmetikhändler Oliver Wendt spürt das. Normalerweise muss ich mich hier durchkämpfen vor Kunden und das habe ich heutzutage gar nicht. Vor allem das Ausbleiben der Touristen macht sich in den großen Städten bemerkbar. Der ganze Einzelhandel hat ungefähr einen Kundenverlust um die Hälfte. Man merkt es natürlich in großen Städten, dass man da natürlich einen höheren Kundenrückgang hat als in kleineren Städten, ist ganz klar. Aber wir merken es schon ganz, ganz stark. Und nicht nur wo und was wir einkaufen hat sich mit der Pandemie verändert, sondern auch wie wir shoppen. Stöbern, bummeln, Fehlanzeige, zeigt eine Untersuchung des Instituts für Handelsforschung Köln. Der Kunde geht heute viel zielgerichteter, sowohl in den stationären Laden als auch in den Online-Shop hinein. Er lässt sich weniger inspirieren, sondern es sind wirklich Suchkäufe. Auch Aktionstage wie der Singles Day oder der Black Friday ändern daran wenig. Der Handelsverband Deutschland schätzt, dass bis zu 50.000 Geschäfte in Deutschland vom Aus bedroht sind und fordert deshalb unter anderem, das Nothilfeprogramm für Gastronomie und Hotels auch auf den Einzelhandel auszuweiten. Immerhin, der Einzelhandel darf trotz Teil-Lockdown weiter öffnen. Gastronomiebetriebe hingegen sind geschlossen. Zwar gibt es staatliche Unterstützung für die Betroffenen in Höhe von 75% des Umsatzes vom letzten November. Trotzdem wird es für viele Betriebe langsam eng. Jetzt sind kreative Ideen gefragt. Hier werden so schnell keine Gäste sitzen. Die sonst so gut besuchte Taugenichtsbar in Hamburg-Altona dicht dank Teil-Lockdown. Die Gastronomie trifft die Krise noch immer hart. Erst war ja die Sperrstunde, dann kam die Zwei-Haushaltsregel wieder und man ist halt ständig am Tunen und Machen und Tun, um auf die aktuellen Gegebenheiten einzugehen. Und dann heißt es auf einmal doch wieder, wir müssen zumachen. Also ich kann es verstehen, dass es so ist, weil so wie die Zahlen gerade hochgehen, muss man, glaube ich, einfach was tun. Die beiden Barbetreiber bleiben optimistisch. Sie nutzen die freie Zeit möglichst kreativ, bauen zusammen ein Lastenrad, damit sie künftig Getränke durch die Stadt transportieren können. Wir hatten das als Projekt schon lange vor. Aber nie wirklich Zeit. Man sucht sich halt dann doch immer irgendwie Arbeit, ne? Dass man halt irgendwie was zu tun hat. Weil so dieses, also ganze Zeit rumsitzen, das kann man halt auch nicht machen. Außerdem vermieten sie tagsüber ihre 80 Quadratmeter große Kneipe nun an einen Klavierlehrer. Der musste wegen Corona auch umdenken, einen neuen Ort für seinen Unterricht finden. Es liegt eigentlich daran, dass wir zu Hause weniger Platz haben im Moment. Und ich hatte immer zu Hause unterrichtet und das geht jetzt aber irgendwie nicht. Und deswegen brauchte ich einen externen Raum. Für Klavierlehrer und Betreiber gleichermaßen ein Gewinn. Corona soll sie nicht kleinkriegen. Es gibt eine Förderung in Deutschland, die wird dann irgendwie überleben lassen. Ja, es kostet den einen oder anderen viel, viel Geld, es ist leider so, aber danach wird es weitergehen. Bis dahin schrauben sie an neuen Ideen. Die Devise in der Hamburger Taugenichtsbar nicht lamentieren, sondern anpacken.